Das kommt einfach aus dem Grund heraus, alle diese Lebewesen oder Pflanzen sind eben aus Wasser gebaut und Wasser ist ein Informationsträger und der nimmt diese Strahlen gerne auf und ampliziert sie. Ich bin auch der Meinung, dass diese Biohacker-Welt sich teilweise nichts Gutes tut, ja, weil wenn ich die Kollegen auf der Messe oder ja in Veranstaltungen sehe und sie rennen rum mit ihren Bluetooth-Geräten, mit einem Messgerät am Arm oder mit einem Messgerät um die Brust oder was auch immer die dort messen oder was sie dort auch praktizieren, bin ich der Meinung, tun sie sich in dem Bereich nichts Gutes. Dass es schon eigentlich ausreicht, wenn du ein Handy einen Zentimeter vom Ohr weghebst, dass dort dann die Strahlenbelastung erheblich im Kopf sich reduziert. Und insofern ist es halt schon besser, ein Handy dann in meiner Handtasche, in einem Rucksack oder sonst irgendwo zu platzieren. Ja? Oder wenn möglich halt, wie du das auch machst, auf Flugmodus. Sondern wir haben uns dem hin ausgerichtet, dass wir sagen, wir schützen den Körper an sich selbst. Wir geben dem Körper eine natürliche Umgebung, dass er sich selbst kräftigt und schützt so in der Art und Weise, dass keine Funkstrahlen oder elektromagnetische Felder in den Körper mehr eindringen können, obwohl sie existent um den Körper herum da sind. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge hier im Bewusstsein und Physis Podcast. Ich freue mich, dass ihr wie immer am Start seid. Heute ein Thema, was ja längst überfällig ist hier im Podcast, weil es aus meiner Sicht einfach zur Gesundheit einen großen Anteil hat heutzutage, weil in der Welt, in der wir leben, so viel Digitales, so viel Technik vorhanden ist. Und wir sprechen nämlich heute, also der Jürgen wird gleich eine ganze Menge euch erzählen über das Thema Strahlung, 5G und so weiter. Und wir gehen natürlich auch in den Gesundheitsbereich rein. Dafür seid ihr auch hier, dass euch das interessiert. Und ich freue mich erstmal, Jürgen, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir über das Gespräch sprechen. Willkommen. Ja, lieber Florian, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei dir zum Thema 5G und Strahlung in diesem Podcast teilnehmen kann. Ich freue mich schon. Du hast mir schon im Vorfeld erzählt, du hast schon einige Vorträge auch gehalten und so weiter. Und ich glaube, du machst das ja schon seit einiger Zeit, dich mit dem Thema beschäftigen, richtig? Ja, absolut. Ich komme ja beruflich aus dem Bereich der Telekommunikationsbranche. Das heißt, ich war 30 Jahre in dem Bereich zu Hause und bin dort, denke ich, sehr versiert in dem Umgang und habe dann anschließend daraus auch eine Firma gegründet. Das heißt, du machst das schon so lange, wie ich auf der Welt bin. Ich bin dieses Jahr nämlich 30 geworden. Perfekt. Das ist gut, da haben wir jemanden sehr erfahrenen. Ja, das freut mich, weil das ist natürlich ein Thema, was oft ja schwierig zu betrachten ist, weil es halt so viele unterschiedliche Sichten gibt. Aber wenn wir jetzt auch über Wissenschaft sprechen und so weiter, wir schauen einfach mal, was wir heute alles abdecken können. Und genau, freuen uns auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass wir deine Expertise und deine langjährige Erfahrung hiermit am Start haben. Prima. Wenn das für dich in Ordnung ist, Jürgen, würde ich dir einfach mal kurz 10 Fragen stellen zu dir einfach, um einfach, dass wir uns ein bisschen kennenlernen, die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Und danach würde ich freuen, wenn du einfach ein paar Worte dann noch zu dir erzählst. Alright? Ja, sehr gerne. Ja. Okay. Dann eine Frage, die mir noch spontan eingefallen ist. Was gab es denn heute bei dir zum Frühstück, Jürgen? Müsli. Müsli. Nice. Hast du eine Idee, was vielleicht bei mir zum Frühstück gab? Weißt du grob, wie ich mich ernähre oder so? Du hast wahrscheinlich noch nicht reingehört in den Bewusstsein für diesen Podcast. Ich denke, dass du dich auch sehr gesund ernährst und da gibt es doch sehr viele Möglichkeiten, aber was das genau im Spezifischen ist, weiß ich. Ja, ich hatte jetzt Steak. Perfekt, sehr gesund. Vom Biorind, genau. Jetzt haben wir gerade schon gesund und so weiter angesprochen. Was motiviert denn dich eigentlich, ein gesundes Leben zu führen, Jürgen? Ist ganz einfach. Wir haben nur eins und es ist sehr kurz. Und ich denke, wir sollten dieses Leben optimal nützen. In der Gesundheit, im Spaß, aber auch in der Ausrichtung vom Leben. Ja, auf jeden Fall. Worauf achtest du bei der Nutzung deines Handys? Ich achte ganz spezifisch darauf, Dinge nicht mehr falsch zu machen, die ich mein ganzes Leben falsch gemacht habe. In meinem beruflichen Leben zum Beispiel immer erreichbar zu sein, das Handy in der Brusttasche zu tragen oder in der Brusttasche, das Handy beim Telefonieren ans Ohr zu halten und natürlich die ganze Nutzungsbegrenzung einzuschränken.
Da spätestens jetzt werden natürlich einige Zuhörer auch schon sich fragen, hey, wie machst du das denn? Und da werden wir nachher auf jeden Fall drauf eingehen, weil das sind auch Sachen, die mich interessieren, wo ich über die Jahre auch viel verändert habe. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Ja, absolut, sehr viele. Mhm. Was hast du eine Lieblingssportart? Ja, ich wandere gerne, ich spiele Golf, hat alles was mit Natur zu tun. Mhm. Hast du einen Lieblingswitz? In der Tat habe ich keinen Witz, weil ich der Meinung bin, das Leben ist lustig genug. Du bist geil. Welche Musik hörst du gerne, Jürgen? Ah, ist eine breite Fläche, also angefangen bei Sting, Bruce Springsteen, Annie Lennox, Pink Floyd, AC/DC, aber auch Musik von Hubert van Goysen und Unheilig ist da dabei. Mhm. Ja, klingt gut. Wie stehst du zu Wolfgang Petri? Auch gut. Finde ich auch gut, ja. Ist er aus meiner Jahrgangsliga. Mhm. Ich finde es schade, dass ich quasi kein Konzert von ihm miterleben konnte. Ja. Genau, wie startest du deinen Tag? Ja, wir sprachen schon drüber. Gesundes Frühstück, gemütlich, ohne Hektik, etwas Musik im Hintergrund, einen Tag ein bisschen reflektieren, aber ganz gemütlich, wenn es geht, auf dem Balkon schon ein bisschen die Natur einsaugen. Mhm. Ja. Was war das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? In Deutschland zu bleiben. Bist du aktuell in Deutschland? Ich bin in Deutschland, ja. Hast du eine Lieblingsjahreszeit? Ja, das Frühjahr. Und zwar ist es unheimlich schön, der Natur zuzuschauen, wie sie ihre Kraft entwickelt, wie alles überall anfängt zu blühen, die Gerüche und so weiter. Von welchem Beruf hast du als Kind geträumt? Pilot. Ja, das ist interessant, ja. Wer ist dein Lieblings-Superheld? Als letzte Frage. Auch da habe ich doch einige. Also es ist nicht nur ein Superheld, sondern es sind eigentlich ein paar Schauspieler, die ich da sehr gerne sehe, die dann wiederum Superhelden in ihren Filmen sind. Das wäre der Anthony Hopkins, der Morgan Freeman, Sammy Lee Davies oder Bruce Willis, so in dem Umfeld. Mhm. Sind es diese Glasfilme oder hier von Bruce Willis, wo der unverwundbar ist? Ja, das sind schon teilweise sehr spannende psychologische Filme auch in dem Umfeld. Auch Filme, wo halt im Detail, in die Tiefe, sage ich mal, Dinge aufgebaut und zerlegt werden. Wenn du willst, kannst du die Filmtitel auch kurz nennen, falls die Zuhörer sich auch über... Einen Film meinst du? Ja, wenn du zu den Superhelden die Filme hast. Ja, beim Anthony Hopkins ist es der... Das Schweigen der Lämmer. Mhm. Beim Sammy Lee Davis ist es Auf der Flucht. Bruce Willis, The Sixth Sense. Also, die Dinge. Ja. Okay. Guti, dann würde ich sagen, Jürgen, jetzt kennen wir dich schon mal ein bisschen besser, wissen, was du zum Frühstück hattest, kennen so deine Superhelden und deine gesunden Gewohnheiten so ein bisschen. Wenn du möchtest, du hast schon erwähnt, du hast vor vielen Jahrzehnten schon dich angefangen, mit der Thematik zu beschäftigen. Gib uns gerne mal so einen Überblick, was genau du machst, wer du bist, wie du da hingekommen bist zu dem Thema, worüber wir heute auch sprechen und wie so dein Werdegang auch war, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne, Florian. Vielen Dank. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, ich war circa 30 Jahre in der Telekommunikationsbranche zu Hause in verschiedenen Funktionen. Zum einen in der technischen Branche als Techniker unterwegs, später dann im Vertrieb und dann auch im Management. Ich habe dort die Verantwortung gehabt von internationalen Unternehmen für den europäischen, mitteleuropäischen als auch Mittleren Osten und Afrika die Verantwortung gehabt, dort eben den Vertrieb zu meistern mit meinen Teams, um dort Geräte zu platzieren, zu verkaufen, die sogenannten Router, Switches, Speichersysteme und so weiter. Es sind halt Geräte, die halt technisch funktionieren und eben auch Elektrosmog verursachen, elektromagnetische Felder verursachen. Und nach 30 Jahren hat es mich dann persönlich auch erreicht. Ich hatte das immer auf die Seite geschoben. Nach 30 Jahren habe ich dann mein Berufsleben in diesem Umfeld beendet mit einem Tinnitus. Der mich erreicht hat, nach
einem wiederholten mehrstündigen Telefonat mit meinem Handy. Der Tinnitus hat mich dann gezwungen, in die Klinik zu gehen. Man konnte mir Gott sei Dank dort helfen, aber ich leide heute immer noch teilweise unter diesem Tinnitus. Mhm. Und das hat für mich ein Umdenken verursacht, dass man hier was für die Menschen tun muss, dass dieser Elektrosmog, die elektromagnetischen Felder immer mehr zunehmen, gebündelt sind heutzutage und dass sie doch eben eine Belastung auf die Menschheit, auf die Tierwelt, auf die Pflanzenwelt bedeuten. Und da habe ich mich beschäftigt und habe dann eine Firma gegründet, bin Gesellschafter und Firma der Firma VivoBase GmbH. Und wir beschäftigen uns eben mit Lösungen zum Schutz vor elektromagnetischen Strahlen. Und da bin ich heute zu Hause. Ja, ich habe die Geräte auch schon ein paar Mal gesehen bei einem Freund, der Daniel Senko. Ich glaube, der kennt deinen Sohnemann. Genau, aber haben auch noch nicht so groß uns drüber unterhalten. Deswegen fand ich es interessant, dass die Wege sich dann wieder gekreuzt haben. Ja. Und du bist also, wenn ich es richtig rausgehört habe, du bist auf jeden Fall der Überzeugung, dass die, ich sag mal, elektromagnetischen Felder oder die Belastung durch das Telefon, häufige, lange Telefonieren, deinen Tinnitus auf jeden Fall ausgelöst oder verstärkt oder wie auch immer hat, sozusagen? Absolut, ja. Das wurde mir dann auch in der Uniklinik bestätigt, dass das tatsächlich kein Vorteil ist, eben ein Handy für lange Zeit am Ohr zu benutzen. Mhm. Wenn ich mich nicht täusche, gab es ja da sogar mal irgendwie vom amerikanischen Strahlenforschungsinstitut irgendwie, da bist du sicher im Bilde, korrigiere mich gerne, irgendwelche ja, Studien und so weiter und Ergebnisse, wo dann wirklich festgestellt wurde, das soll nicht am Ohr oder in der Nähe vom Kopf genutzt werden beim Telefonieren, Handy und so weiter, weil es nicht als... Ja, absolut, da gibt es sehr viele Studien darüber. Es gibt auch Langzeitstudien über 10 Jahre, wo auch an Tieren getestet worden ist und wo eindeutig dann auch nachgewiesen wurde, dass eben elektromagnetische Felder für den Organismus, ob es ein Tier ist oder ob es ein Mensch ist, aber auch die Pflanzen, ein Vorteil ist. Das kommt einfach aus dem Grund heraus, alle diese Lebewesen oder Pflanzen sind eben aus Wasser gebaut und Wasser ist ein Informationsträger und der nimmt diese Strahlen gerne auf und ampliziert sie. Wenn du hast mir auch einige Links zukommen lassen, wenn du, falls du sowas hast, einen Ordner hast, wo auf solche Studien verwiesen wird oder irgendwie eine Linksammlung oder sowas, kannst du mir natürlich gerne zuschicken und dann würde ich das einfach mit in die Beschreibung auch packen. Ja. Wenn das nicht schon dabei war. Kann ich gerne machen. Cool. Genau. Jetzt hast du erstmal danke für den Überflug. Damit wir jetzt natürlich für die Zuhörer auch so einen einheitlichen Überblick schaffen können, worüber wir jetzt wirklich sprechen, wäre es mir jetzt wichtig, dass man mal oder dass du gerne mal eine Definition so grob gibst von dem, was ist eigentlich Strahlung? Also was genau, wie können wir das in Worte fassen, worüber wir so grob sprechen heute? Ja klar, also wir reden hier von elektromagnetischen Feldern im Volksmunde spricht man auch vom Elektrosmog. Elektromagnetische Felder entstehen überall da, wo Strom und Spannung fließen und ihre Richtungen ändern. Ja? Und in dieser Situation entstehen Wellen und diese Wellen breiten sich in unserem Lebensumfeld um uns herum aus. Die sind nicht sichtbar, man riecht sie nicht, man spürt sie bedingt. Ich sage bedingt, weil es gibt Menschen, die spüren das. Die meisten Menschen spüren es nicht. Und diese Felder breiten sich um uns herum aus und dringen natürlich auch in unseren Körper hinein. Und aus vielen Studien heraus weiß man, dass diese Felder in unserem Körper eben unsere biologischen Prozesse beeinträchtigen. Wir wissen, dass unser Herz, unser Hirn auch auf Frequenzbasis gesteuert werden. Diese Frequenzen sind sehr nieder, sehr klein und schwach. Und durch das Eindringen dieser Wellen in unseren Körper werden eben die biologischen Prozesse ja manipuliert, könnte man sagen, oder einfach gestört. Hm. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass der Strom die Richtung wechselt.
Das, also ich hatte, glaube ich, auch mal gehört, dass Gleichstrom nicht so, ich sag mal, nicht bedenklich ist im Sinne von, oder nicht so bedenklich ist wie Wechselstrom. Ist das richtig? So ist es richtig, das genau. Gleichstrom wird ja auch zur Behandlung bei Therapien eingesetzt. Nichtsdestotrotz ist es schon auch so, man sollte diesen Einsatz dieser Therapien natürlich nicht übertreiben und zu lange durchführen. Es gibt Menschen, die auch schon bei Gleichstrom die Belastung spüren. Und es gibt ja, soweit ich weiß, auch natürliche elektromagnetische Felder von der Sonne und vom Erdfeld und so weiter. Ja, wir haben auch geopathologische Störungen, Wasseradern, Currygitter und so weiter, eben dort, wo Wasser sich kreuzt. Auch da entstehen natürliche Strahlungen. Und wie ist das für mich zum Verständnis? Ist jetzt, ich sag mal, alles, was natürliche Strahlung angeht, also die zum Beispiel, die du gerade erwähnt hast, wenn das alles natürliche sind, ist das eher unbedenklich oder ist es selbst so, dass da auch Probleme verursacht werden können, wenn wir uns, ich sag mal, zu viel von diesen Feldern aussetzen, was ja wahrscheinlich fast dauerhaft ist, weil wir einfach auf der Erde leben und die Sonne scheint? Und wie würdest du das sagen? Ja, so ist es absolut. Also auch diese Felder können unseren Organismus beeinflussen, weil wir eben manipulierbar sind von außen über unser System. Und wenn man dort eben zu lange in diesem Einfluss lebt, zum Beispiel ein Haus auf einer Wasserader steht, dann ist es eventuell sehr ungünstig für die Gesundheit. Man sollte dort dann eventuell mal mit einem Baubiologen durch das Haus gehen und einfach mal diese Felder nachmessen lassen und schauen, dass man gegebenenfalls vielleicht seine Schlafstätte auch in einen anderen Raum verlegt. Ja, sehr interessant, ja. Baubiologe ist eh so ein Thema für sich, was hoffentlich irgendwann im Podcast auch mal noch folgt, Baubiologen zu sprechen. Was hat's denn jetzt, wenn wir mal zum nächsten Punkt gehen, der, ich sag mal, ja aus meiner Sicht in den letzten Jahren immer mehr relevant geworden ist, gerade durch Elon Musk mit seinen Satelliten. Ich bin auch nicht komplett up to date, weil ich mich eher jetzt nicht so tief da reinstürze in diese Themen, was 5G angeht und so weiter, also dass die ganze Welt irgendwie 5G-Netz hat, gefühlt in jeder Ecke der Welt sozusagen 5G verfügbar ist, jedes Handy inzwischen 5G hat, 5G-Sendemasten immer häufiger werden und natürlich durch das zunehmende WLAN und die ganzen Strahlungsquellen, die dann zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt gerade in der Stadt und nehme das auf und wenn ich jetzt mein Handy anmache, dann auf die WLAN-Signale gehe, dann ploppen die natürlich alle auf und an manchen Ecken hast du gefühlt so viele Signale, das kann das Handy quasi gar nicht mehr anzeigen. Und da interessiert es mich jetzt natürlich zum Thema 5G, was ist eigentlich 5G und brauchen wir das heutzutage überhaupt? Wie ist da deine Ansicht? Gut, das ist eine gute Frage. Also meiner Meinung nach haben wir keine Wahl. Das heißt, 5G ist eigentlich eine Lösung für die Industrie. Wir müssen aber auch unterscheiden. 5G ist ja die neue Technologie. Wir haben aber ja bis dato, Stand heute, 4G. Wir haben LTE, wir hatten zuvor 3G. Das sind auch schon Technologien, die unsere Gesundheit nicht gerade fördern, nach Experten. Und 5G ist jetzt eben halt der nächste konsequente Schritt, weil die Industrie nicht mehr in der Lage ist, die immense hohen Mengen an Daten zu übertragen. Und da sind wir schon beim Punkt. 5G ist eigentlich eine Technologie, um Daten zu übertragen. Zum Telefonieren brauchen wir 5G eigentlich nicht. Und wir sollten auch wissen, dass 4G nach wie vor existent bleiben wird und nicht abgeschaltet wird, weil es zum Telefonieren benutzt werden wird, vorwiegend. Und was man auch noch wissen sollte zum 5G-Netz, jeder redet vom 5G-Netz, wir haben aber in Deutschland 4 5G-Netze. Das heißt, wir haben eine immense Überlagerung von mehreren 5G-Netzen, die auf uns einwirken, weil wir haben ja verschiedene sogenannte Telekommunikationsprovider, angefangen bei der Deutschen Telekom über Vodafone 1&1 und Telefonica O2 und jeder baut sein eigenes 5G-Netz auf. Das heißt, wir haben 4 5G-Netze plus 4G, immer noch das existent bleibt und in diesem Umfeld leben wir. Also 5G wird gebraucht, um Daten zu übertragen. Die Industrie baut
ihre Technologien aus, ihre Lösungen aus, neue Geschäftsfelder entstehen, wo die Firmen einfach mehr Umsatz generieren möchten. Und wie gesagt, meiner Meinung nach haben wir keine Wahl. Das muss jeder für sich entscheiden, ob 5G gebraucht wird oder nicht. Ich brauche es persönlich nicht. Generell ist zu sagen, dass es nicht nur um die Funktechnik geht, sondern um die Bündelung vieler technologischer Einrichtungen. Und dazu gehören auch unter anderem der Herd in der Küche, Installationen im Haus, SmartNet als Stichpunkt, elektrische Geräte, schon ein Haarföhn generiert eigentlich elektromagnetische Wellen. Dann die Funktechnik sowieso, Decktelefone, Handy, Laptop, WLAN-Router, was man auch nicht vergessen darf, Babyfone, auch hier sollte man Augenmerk drauf richten. Also wie gesagt, 5G wird benutzt, um Daten zu übertragen. Dort geht es vorwiegend auch in den Bereich autonomes Autofahren. Die Autos werden in Zukunft untereinander kommunizieren, ohne Einwirkung des Menschen, damit sie autonom Autofahren können. Du hast Elon Musk angesprochen, aber es gibt ja auch andere Autohersteller, die in diesem Bereich arbeiten. So viele neue Businessfelder, die dort generiert werden. Es wird, wenn man dem Glauben schenken darf, und es wird auch dahingehend schon entwickelt, Babywindeln werden über Handys überwacht. Das heißt, die Babywindeln bekommen Sensoren. Das heißt, man kann dann feststellen, wann das Kind in die Hose gemacht hat. Also da entstehen ganz verrückte Sachen. Krass. Also da ich habe drei Kinder. Hast du Kinder, Jürgen? Mein Sohn, der so alt ist wie du, 30, und eine Tochter, ja. 27 ist. Das war jetzt natürlich eine clevere Frage von mir, ja. Also für die, die jetzt zuhören, das natürlich nicht wissen, ich hatte mit dem Yannick, Yannick hieß er, ne? Ja, heißt er. Hatte ich schon mal ein Gespräch, so 20 Minuten, und jetzt frage ich halt das zu Kind. Ja, weil das ist ein krasses Thema. Also ich bin froh, dass ich bei den Kindern, die ich habe, halt so gut wie keine Windeln, also im Vergleich zu den meisten anderen relativ wenige Windeln benutzt wurden und wir auch teilweise wiederverwendbare Windeln oder windelfrei dann auch hatten. Und das ist für mich ja dann so ein Stück weit, okay, ich habe jetzt dann einen Chip in der Windel, damit ich dann noch weniger Verantwortung übernehmen brauche und noch weiter weg bin von den Bedürfnissen meines Kindes irgendwie. Das ist irgendwie schon ziemlich strange, ja. Ja, man muss einfach verstehen, 5G ist eigentlich ein Paradigmenshift in unserem Leben. Das heißt, das Leben um uns herum wird sich drastisch verändern. Der Sprung von 4G auf 5G bedeutet, dass 5G eine Vernetzung von Dingen sein wird. Wer das schon mal gehört hat, Internet of Things oder Internet der Dinge. Mhm. Bei 4G wurden Menschen vernetzt, Gebiete. Und bei 5G werden Dinge vernetzt. Das heißt, wir bekommen eigentlich in alles, was man sich vorstellen kann oder nicht, bekommen wir Sensoren, und diese Sensoren werden über das Internet ausgelesen, und dafür braucht man 5G. Mhm. Und das ist ja auch, ich war bei einem Vortrag von Bruce Lipton und Greg Braden, der auch für mich sehr interessant war. Ich weiß nicht, ob du die beiden kennst. Da ging es dann auch ein Stück weit um Transhumanismus, um eben diese Chips, die sich teilweise die Menschen, ich glaube Elon Musk oder so hat das ja, glaube ich, auch jetzt, so ein Chip im Gehirn, dass du quasi mit deinem Computer einfach nur über deine Gedanken kommunizieren kannst, und dass das halt ziemlich sexy für die Jugend von heute ist, ja, weil die halt ihre ganzen Geräte, Konsolen und Computer, alles miteinander und Handy einfach gar nicht mehr quasi groß anfassen brauchen, sondern es einfach über ihre Gedanken machen, ja, und das quasi das Konzept use it or lose it, dass sie dann genetisch natürlich eine andere Ausprägung bzw. Auslesung haben von den Genen und sich das dann immer weiter zurückbildet, weil der Körper braucht es ja nicht. Und, ja, absolut. Du kannst ja noch einen Schritt weiter gehen. Das ist aber heute schon Praxis. Es wird heute in vielen Firmen wird heute schon bei den Mitarbeitern Chips in die Hand implementiert, aus mehreren Gründen, unter anderem um die Fronttür zu öffnen, weil es keine Rezeption gibt. Oder um in dem Casino das Mittagessen abzuscannen und dann vom Gehalt abzuziehen. Es gibt schon Lösungen, dass die Menschen sich das implementieren, um damit ihr Zugticket zu kaufen. Das wurde in Schweden getestet.
wo der Chip in der Hand aufgeladen wird und der Schaffner dann durchläuft und die Hand scannt. Also es gibt so viele Dinge. Man redet da in diesem Umfeld von den sogenannten Cyborgs, also halb Mensch, halb Maschine. Ja, ist auch nochmal ein Thema für sich. Auf jeden Fall, ja. Du möchtest dich effektiv vor Strahlung schützen? Dann gehe jetzt auf vivobase.de und schau dir dort die Lösungen von Vivobase an. Es gibt Lösungen für zu Hause, für dein Unternehmen, für dein Auto und für unterwegs. Mit dem Code PHYSIS, also PHYSIS, kannst du bei deinem Einkauf ein bisschen Rabatt bekommen und so vom Podcast profitieren. Weiter geht's mit der Folge. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal so grob, oder wir haben jetzt verstanden, was 5G ist und ob wir es überhaupt brauchen. Und jetzt hast du, also ich habe jetzt auch wieder einiges dazu gelernt, Vorstellung her, dass wir quasi in einem Netz sind aus mehreren 5G-Strahlungsfeldern sozusagen. Das war mir jetzt auch neu. Und ja, das ist natürlich, ich habe jetzt auch eine Frage aufgeschrieben, also wie wirkt sich die Einführung von 5G auf die Strahlungsbelastung für Mensch und Umwelt aus? Und wenn du da noch mal gerne drauf eingehen möchtest, vielleicht auch, ob es da irgendwie Auswirkungen auf die Gesundheit im Speziellen gibt, auch vielleicht für Tiere und so weiter, ob du da gerne was dazu sagen kannst. Also ja, klar. Wie sich das 5G generell auf Mensch und Umwelt auswirkt. Ja, sehr gerne. Also es ist einfach so, dass die Experten von vielen, vielen Sendereinheiten reden, die dort aufgebaut werden, um einfach dieses Signal übertragen zu können. Dem ist dem gefußt, weil eben durch die neue Technologie eine weitere Technologie hinzugefügt wird, nämlich Mikrowellentechnologie. Das hatten wir bis 4G nicht. Diese Mikrowellentechnologie benötigt man, um hohe Datenmengen zu übertragen. Der Nachteil von Mikrowellentechnologie ist aber, dass man sie nur über kurze Distanzen übertragen kann. Somit eben diese hohe Anzahl von mehr Sendeeinheiten. Experten reden davon, dass wir alle 200 Meter Sendeeinheiten erhalten sollen. Was? Diese Sendeeinheiten sind nicht größer als ein Schuhkarton. Die kann man gut verstecken. Es wurden auch schon Tests durchgeführt, dass die zum Beispiel in der Fußgängerzone unterm Kanaldeckel versteckt sind. Man läuft da drüber. Es gibt mehr Satellitentechnik. Es werden unheimlich viele Satelliten in den Orbit gesendet. Du sprachst von Elon Musk, der dort seine Starlink-Satelliten hochschießt. Es gibt aber auch Amazon, es gibt Google, es gibt das Militär, es gibt den Weather Forecast. Es gibt so viele Institutionen, die dort Satelliten hochschießen. Man redet da von mehreren 10.000 Satelliten, die dort in den Orbit geschossen werden, um eben auch das 5G-Signal rund um den Ballon, Planeten, Erde vorzuhalten. Und es geht eben um die Vernetzung von Dingen und nicht mehr um Menschen. Und was man da sagen kann, ist einfach, dass bei 5G im Vergleich zur vorherigen Technologie bereits 90% der hohen Frequenzen von 5G als Absorption in der Haut stattfindet. Das heißt, die Haut ist unser größtes Organ und die Haut ist mit unserem vegetativen Nervensystem verbunden, also mit unserem Immunsystem verbunden. Und da kann man sich ausrechnen, wenn bereits an der Haut 90% wohl offensichtlich absorbiert werden, wenn diese elektromagnetische Wellen eintriften auf die Haut und es an das Immunsystem weitergeben, was sich dort eben dann im Körper abspielt. Forscher dokumentieren, dass der gewundene Teil des Schweißkanals der Haut als eine spiralförmige Antenne im Subterahertz-Bereich betrachtet werden kann. Das heißt, Ultrahochfrequenz über 20 GHz könnte das Gewebe sogar erhitzen, überhitzen. Also du siehst, das sind sehr heftige Untersuchungen zugange und auch schon durchgeführt worden mit doch etwas bedenklichen Resultaten. Wenn ich jetzt für mein Verständnis in der Vorstellung, es klingt, als wäre ein Ultraschall dagegen ein Kitzeln sozusagen gegen 5G. Kann man so sagen, ja.
Wie bist du generell eingestellt zu so Ultraschall? Es gibt es ja auch bei Babyuntersuchungen, so gibt es ja auch diverse Ansichten, die einen sagen, okay, das erzeugt eine Vibration, das erzeugt dann eben einen Stress in den Zellen und was auch immer, geht bis zum Kind durch, weshalb das Kind dann reagiert und sich bewegt, und andere sagen, okay, Ultraschall ist das harmloseste der Welt. Wie hast du da jetzt spontan, wie ist da deine Ansicht dazu? Ja, also ich denke, es ist sicherlich, hat irgendwo seinen Sinn, aber wie du es gerade gesagt hast, man sollte es halt doch gezielt einsetzen und auch nicht über Dauer einsetzen. Würde ich jetzt also auch mal so unterschreiben. Ja. Da gibt es ja auch, glaube ich, Richtlinien, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Häufigkeit gemacht und über Dauer gemacht werden darf, was, glaube ich, in der Praxis auch nicht immer eingehalten wird. Naja. Ist es jetzt, wenn wir jetzt 4G, 5G, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen können, okay, 3G ist quasi 1G weniger schädlich als 4G, sondern das ist schon nochmal nicht nur eine Stufe sozusagen, die wir gehen, sondern das ist schon nochmal wie so ein Quantensprung, der dann andere Wirkungen mit sich bringen kann oder bringt. Ist das richtig? Also, dass es nicht nur quasi so ein Level 1, 1, 1 ist, sondern quasi von 3G Level 10 auf 4G Level 100 und 5G Level 1 Million, wenn ich das einigermaßen gut erkläre. Weißt du, was ich meine? Man könnte man sagen, man darf jetzt mit der Zahl, darf man jetzt nicht so viel erwarten. Diese 5G oder 3G oder 4G, wie auch immer, es bedeutet eigentlich nur dritte Generation Telekommunikationsinfrastruktur, vierte Generation Telekommunikationsinfrastruktur, fünfte Generation Infrastruktur. Dahinter verbirgen sich natürlich dann sicherlich auch technologische Verbesserungen und Veränderungen, die auch im Frequenzbereich einiges tun. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, die Entwicklung ist schon auch angehalten, dort mit Augenmaß zu arbeiten, damit eben dort nicht verheerende Sachen passieren. Man könnte natürlich rein theoretisch bei so einer hohen Anzahl von Frequenzen könnte man natürlich auch unheimliche Dinge anrichten. Mhm. Und da ist eben Einhalt geboten. Mhm. Was ist denn für dich so? Gibt es so einen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ab da ist 5G wirklich relevant für die, ich sag mal, normale Bevölkerung geworden? Und gibt es dazu überhaupt die Möglichkeit? Weil viele ja auch sagen, ja, das ist unbedenklich und so weiter. Wir sprechen jetzt eher über die Sachen, wovon, ich sag mal, wir überzeugt sind, was für uns klar ist. Aber vielleicht hören jetzt hier Menschen das erste Mal zu, für die das halt nicht greifbar ist. Die sagen, okay, das ist überhaupt, das ist alles Schwachsinn. Das ist ja gesundheitlich unbedenklich. Ich habe mein Smart Home. Ich schlafe mit meinem 5G-Telefon unterm Kopfkissen, mit meinen Earpods im Ohr und höre mir mein Hörbuch an. Und mir geht's doch gut. Gibt es da Langzeitstudien auch in die Richtung, die überhaupt sagen könnten jetzt von der Zeit her, dass 5G wirklich unbedenklich sei? Also von 5G gibt es noch keine Langzeitstudien. 5G ist im Moment erst in der Ausrollphase. Das heißt, mit Hochdruck wird im Moment gerade das 5G-Netzwerk oder die 5G-Netzwerke in Deutschland oder auf der Welt ausgebaut. Es gab ja bis dato keine Messgeräte, Testgeräte, um überhaupt solche Dinge zu simulieren oder nachzuprüfen. Da laufen sicherlich viele Studien jetzt parallel. Insofern gibt es keine Langzeitstudien. Aber was man ja sagen kann, ist, es gibt Langzeitstudien über 4G, über 3G. Es gibt genügend Studien, die bereits in diesem Umfeld schon aussagekräftige Resultate hervorgebracht haben, und man kann dann sich nur ausrechnen, was dann 5G dann noch on top, sage ich mal, noch dazu addiert zu diesen ganzen Belastungen. Ja, da kann man davon ausgehen, das wird nicht besser werden, sondern es wird eventuell eben halt drastisch sich noch verschlimmern. Mhm. Ja. Das ist nämlich immer so ein Ding, was ich mich immer gefragt habe. Es gibt ja, es ist ja wie, hat mich jemand anders drauf gebracht, beim quasi gesundheitlichen Bereich Biohacking, ist ja sicher ein Begriff, dass manche dann sagen, Longevity, du musst das und das machen, um lange gesund leben zu können, wobei das mit der Longevity ja auch noch nicht so lange existiert. Also wer kann denn eigentlich sagen, dass das dann dazu führt am Ende, ja? Das ist manchmal ein bisschen. Ja, absolut. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Biohacker-Welt sich teilweise nichts Gutes tut. Ja, weil
wenn ich die Kollegen auf der Messe oder in Veranstaltungen sehe und sie rennen rum mit ihren Bluetooth-Geräten, mit einem Messgerät am Arm oder mit einem Messgerät um die Brust oder was auch immer die dort messen oder was sie dort auch praktizieren, bin ich der Meinung, tun sie sich in dem Bereich nichts Gutes. Ja, es ist ein ganz klares Statement, ja. Ich bin da, ich sag mal, was jetzt sowas angeht wie diese Chip-Implantate, da gibt es ja auch im Biohacking-Bereich Menschen, die sich dann Chips implantieren lassen, dass sie irgendwie keinen Schlüssel mehr mitnehmen brauchen. Das sind Sachen, das fühlt sich für mich einfach grundsätzlich falsch an, schon vom Gefühl her, ohne dass ich überhaupt auf den technischen, gesundheitlichen Aspekt da groß gucke. Und wenn ich jetzt mal so einen Blutzuckersensor habe, kennst du ja sicherlich auch von Diabetikern, selbst damit dann schon irgendwie das Bluetooth da anzuhaben, damit ich wirklich sehen kann, was passiert gerade, ist für mich schon so, weiß ich nicht, ob das schon meinen Blutzucker stresst, ja. Nur weil ich da dran denke. Und das ist auch eine Frage, die ich an dich habe, ob du, was du dazu denkst, dass Strahlung auch einen gewissen Einfluss auf unsere Zellen ja hat und dadurch auch natürlich eine Stressreaktion hervorrufen kann, die quasi auch chronisch zu Diabetes, Insulinresistenz und so weiter führen kann. Also hast du da eine Meinung dazu, beziehungsweise Erfahrung oder irgendwas dergleichen? Nun, es ist einfach so, dass elektromagnetische Strahlen in uns eindringen und mehr oder weniger unsere biologischen Prozesse stören und somit auch unser Immunsystem manipulieren oder beeinträchtigen. Und ich denke einfach mal, dass Diabetes ja auch über das Immunsystem gekoppelt ist und oder die Ursache, dass da eben eine Schwächung auftritt. Und insofern absolut glaube ich, dass da eine Verbindung steht, ja. Wie so viele andere Dinge. Ja, du hast ja auch am Anfang schon diese sensitiven Menschen angesprochen. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine richtige Bezeichnung im medizinischen Begriff für Menschen, die sehr empfindlich auf Strahlung reagieren. Ja, es gibt zwei Bezeichnungen. Das eine ist der ES, elektrosensible Mensch, und das zweite ist der EHS, der elektrohypersensible Mensch. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch die sogenannten ADHS-Kinder, wo man weiß, dass elektromagnetische Strahlen, auch da gibt es genügend Studien drüber, dass eben elektromagnetische Felder und Strahlen eben auch ADHS-Kindern beeinflussen mit einem großen Teil. Ja, mega interessant. Also ich bin auf jeden Fall so ein Mensch, der, wenn ich mich untersuchen lassen würde, wahrscheinlich unter diese Diagnose fällt, wie so viele heutzutage. Und wo du es jetzt sagst, ich meine, ich bin groß geworden mit Computer, mit PlayStation, mit Nintendo, mit Gameboy. Wobei ein Gameboy-Batterien ist ja wieder Gleichstrom, glaube ich. Das ist vielleicht nicht ganz so tragisch, aber Fernseher, all diese Sachen, ja. Und dann in der Schule die ganze Zeit irgendwie stillsitzen sollen, ja. Ja, das, so ist es. Aber es ist interessant, habe ich vorher noch nicht so drüber nachgedacht. Das ist auf jeden Fall ein guter Impuls, also für alle, die jetzt vielleicht zuhören und sich damit identifizieren können, dass sie, ja, ein wie soll ich sagen, ich mag das immer nicht mehr, die Diagnose zu benennen, dass sie sehr individuelle Denkstrukturen haben oder was auch immer. Ja, also nicht als Abwertung, Beleidigung oder was dergleichen. Ist ja auch eine Fähigkeit, zumindest sehe ich so. Ist es jetzt, wenn wir jetzt von dem technischen Aspekt her über 5G und so weiter sprechen, macht es in irgendeiner Art und Weise einen Unterschied? Das kam mir gerade noch, wenn ich kaufe mir jetzt für 100 Euro irgendwie ein billiges Smartphone, was 5G-fähig ist. Und ist es dann in irgendeiner Art und Weise rechtlich sichergestellt, dass, oder technisch vielleicht auch begrenzt, das kannst du wahrscheinlich sagen, dass die Strahlung nicht über ein gewisses Pensum hinausgeht, als wenn ich vielleicht mir ein Handy für 1.000 Euro kaufe, wo die Technik vielleicht anders ist, hochwertiger, sodass das begrenzt ist und, ich sag mal, nicht so gravierende Schäden anrichten kann. Gibt es das in irgendeiner Art und Weise? Also ist das Gerät, was ich nutze? Ja, also generell ist es so, die Hersteller von Handys müssen sogenannte Richtlinien einhalten, wie stark so ein Handy strahlen darf. Diese Richtlinien sind vorhanden. Ob sich der ein oder andere dran hält, das weiß man nicht. Sie sagen zwar, sie halten sich daran. Als Beispiel kann ich dir sagen, in Frankreich wurde jetzt kürzlich der Verkauf von dem iPhone 12 verboten, weil sich herausgestellt hat, dass dieses Handy weit über den vorgegebenen Richtlinien aufhält. Mhm. Man muss das einfach immer nachprüfen, ja. Und das kann man als Consumer eigentlich nicht. Und dann ist man dankbar darüber, wenn es Institutionen gibt, die da ein waches Auge drauf haben.
ist generell so, wir als Menschen werden von den Regierungen geschützt vor elektromagnetischen Feldern. Man redet da von dem sogenannten SAR-Wert, der diese Absorptionsrate vorschreibt, wie viel elektromagnetische Felder in einen Körper eindringen darf, bevor es bedenklich wird, heißt, bevor wir erhitzt werden. Mhm. Und der liegt in Deutschland bei 2 Watt pro Kilogramm. Das heißt also, man darf bis zu 2 Watt Strahlung aussenden pro Kilogramm, die dann eindringen in den Körper und sicherstellen, dass der Körper nicht erhitzt wird. Jetzt muss man aber dazu verstehen, das ist eine rein thermische Richtlinie. Ich sprach vorher davon, dass elektromagnetische Felder unsere biologischen Prozesse stören. Dafür gibt es keine Richtlinien. Ist es denn, was ich mich frage, es gibt dort die Aussage, wir hatten, glaube ich, vorher kurz drüber gesprochen, so nach dem Motto, Stress ist immer deine Reaktion auf irgendwas. Also wenn du einen Chef hast, der dich halt mega stresst, dann ist es quasi deine eigene Reaktion auf diesen Chef und nicht das Verhalten von ihm oder so. Und ich frage mich dann immer, okay, ich glaube nicht, dass das pauschal immer so gesagt werden kann, weil ich kann, weiß ich nicht, ob ich jetzt mit Meditation oder Visualisierung oder was auch immer, Resilienztraining, mich so weit trainieren kann, dass ich wirklich sage, okay, die Strahlung hat mir nichts an. Also hat es immer einen Einfluss auf unsere Zellen oder gibt es da eine Art von Training, die wir auch machen können, um da resistenter zu werden? Wie siehst du das? Also ich denke, aus meiner Erfahrung heraus habe ich erlebt, dass gesund lebende Menschen, die sich wirklich gesund ernähren, die sich gesund verhalten, trainieren, in die Luft gehen, Natur gehen und so weiter. Wir messen ja solche Menschen. Man kann so eine Belastung im Körper kann man ja messen. Und mir fällt auf, dass sehr gesund lebende Menschen, die darauf achten, wie sie ihren Körper behandeln und was sie ihm Gutes tun, fällt mir auf, dass bei diesen Menschen die elektromagnetische Belastung im Körper geringer ist wie bei normal lebenden Menschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist schon mal eine gute Sache, wenn man einfach sich dort etwas bewusst verhält, sich informiert und eben gesund lebt, ja. Mhm. Das ist schon so. Aber generell ist zu sagen, elektromagnetische Felder dringen einfach in den Körper ein. Und die Industrie weiß es auch. Und die entwickeln halt und schauen, dass sie einen Wettbewerbsvorteil haben. Und da wird halt getrickst und hin und her geschoben, logischerweise, um dort einfach einen Vorsprung zu haben. Und es verwundert einen halt, warum zum Beispiel die Handyhersteller in ihren Gebrauchsanweisungen im Kleingedruckten, das keiner liest und das man auch nicht einfach findet. Und heutzutage muss man es ja erstmal vom Internet runterladen. Dann schreiben, dass man beim Telefonieren das Handy nicht ans Ohr halten soll. Warum tun die das, wenn elektromagnetische Felder nicht schädlich sein sollen? Oder dass zum Beispiel ein Hersteller oder ein Provider, ein Telekommunikationsprovider in der Bedienungsanleitung schreibt, man möge einen WLAN-Router nicht in der Nähe von Schlafstätten oder Kinderzimmer aufbauen. Man fragt sich halt, warum schreiben die das, wenn es denn nicht gefährlich ist. Also irgendwas ist da im Hintergrund und ich kann es eben nur noch mal sagen, einfach Bewusstsein, sich informieren, gesund leben, das ist schon mal eine gute Sache. Mhm. Ganz, ganz klare Message, ja. Lebensstil verbessern oder einen gesunden Lebensstil haben und dann gleichzeitig auch da ja, resistenter dagegen sein. Lass uns für die erste Folge zum Abschluss gerne noch kurz in das Gebiet reingehen, was so die ich sag mal, die Tierwelt und so weiter angeht. Ich kenne das jetzt vom Licht, zum Beispiel diese ganzen LED-Straßenbeleuchtungen, durch dieses künstliche Lichtspektrum, was in der Natur nicht vorhanden ist, werden auch quasi die Schlafrhythmen der Tiere gestört. Und da gibt es ja auch einige Studien. Deswegen würde mich jetzt interessieren, gibt es sowas auch in Bezug auf Strahlung? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Stadt irgendwie, wo 3 Millionen Signale sind von irgendwelchen Strahlungsquellen und die Tiere sich da aufhalten, schon eng im Lebensraum, dass das wahrscheinlich nicht gerade gesund für die ist. In der Tat, also Tiere sind Lebewesen wie Menschen auch und das betrifft die genau im gleichen Kontext, wie wir es gerade jetzt die ganze Zeit über
uns Menschen gesprochen haben. Mhm. Die sind dort genauso belastet. Auch die Pflanzen, habe ich schon erwähnt, gehören mit dazu. Alles ist aus Wasser gebaut. 60-70% wir Menschen, die Tiere auch. Wasser ist ein Informationsträger. Wasser leidet. Kann man auch nachlesen, zum Beispiel bei einem Stromschlag. Warum kriege ich einen Stromschlag? Wasser, es leitet den Strom durch unseren Körper hindurch. Genauso leitet das Wasser die Frequenzen durch unseren Körper hindurch. Das heißt, elektromagnetische Felder werden im Körper verstärkt, eben durch diese Tatsache, und stören unsere biologischen Prozesse. Und die werden auch bei den Tieren gestört. Interessanterweise suchen Katzen elektromagnetische Felder. Die mögen das. Mhm. Hast du eine Idee, warum? Das ist eine interessante Frage, ja. Das habe ich mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Ich bin noch keine Antwort drauf gefunden, gestoßen. Katzen sind wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Wahrscheinlich. Ja, sehr interessant. Ja, gerade auch Menschen, die viele Tiere haben, Haustiere oder so, ja, im Haus und dann mit Smart Home und so, das ist ja dann auch nochmal, ja. Dann würde ich sagen, lass uns gerne mit der ersten Folge erstmal zum Schluss kommen. Und in der zweiten Folge gleich werden wir über ganz viele praktische Sachen sprechen, also wie ihr das konkret alles umsetzen könnt natürlich. In der ersten Folge war es erstmal wichtig, dass ihr aus meiner Sicht die Hintergründe kennenlernt und natürlich das Fachwissen auch in dem Fall, dass ihr einfach das Bewusstsein dafür erlangen könnt, so wie er gerade erklärt hat, ne? Und dann einfach selber was machen könnt, gesünder seid. Und im zweiten Kapitel jetzt schauen wir dann quasi, okay, wie, du hast es auch eingangs erwähnt, ja, du hast das Handy nicht am Kopf beim Telefonieren, du trägst es nicht in der Brust oder in der Hosentasche. Da interessiert mich dann natürlich, wie machst du das in deinem Alltag mit Strahlung und was können die Zuhörer hier davon auch für sich umsetzen? Deswegen, lieber Jürgen, würde ich sagen, bis gleich, bis zur nächsten Folge. Jawohl, vielen Dank. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast, dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.